Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Und sie kommen immer näher. Meine Zukunft beginnt hier nicht, aber deine, Hüter. Es ist Zeit, jenseits des Lichts zu treten. Und alles beginnt mit einem Splitter. Freunde, wir sind in großer Gefahr. Die Erde, die große Maschine, Elixni und Menschen. Die Dunkelheit ist unter uns. Wir alle sind in großer Gefahr. Meine Art muss leben. Bitte, schickt Hilfe. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Da ist noch einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Du bist ruhig heute. Ja, es ist nur, immer wieder stellen wir uns der Dunkelheit und können sie doch nicht aufhalten. Wir sind so machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Meine Freunde, wir sind ist Varix. Er hat einiges zu erklären. Die Dunkelheit ist... Ich werde Savanna eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Von hier. Europa. Ich habe Variks Notsignal jenseits des Bergkamms geortet. Wir sollten uns beeilen. Schlimmer Schlag versetzt. Unsere Vorhutspäher bestätigen, dass Io, Mars, Titan und Merkur verschwunden sind. Wir wissen nicht, warum. Wir haben keinen Kontakt zu Deputy Commander Sloan und dem Schriftgelehrten Asher Mir. Überall im System sind Hüter im Einsatz, um Antworten zu finden. Anhand dieser Antworten werden wir reagieren. In der Zwischenzeit bitten wir alle lichtlosen Zivilisten in der Sicherheit der Stadtmauern unter dem Reisenden zu verweilen. Verliert nicht die Hoffnung. Die Menschheit hat schon viele Schrecken überlebt. Die Kraft dazu gab uns unser Zusammenhalt, die feste Entschlossenheit, sich füreinander einzusetzen. Seid stark. Seid mutig. Der Reisende schützt uns und wir schützen euch. Die Hüter werden es schaffen. Das tun sie immer.
Ich habe die Dunkelheit schreckliche Dinge gebären sehen. Und sie kommen immer näher. Meine Zukunft beginnt hier nicht, aber deine, Hüter. Es ist Zeit, jenseits des Lichts zu treten. Und alles beginnt mit einem Splitter. Freunde, wir sind in großer Gefahr. Die Erde, die große Maschine, Elixni und Menschen. Die Dunkelheit ist unter uns. Wir alle sind in großer Gefahr. Meine Art muss leben. Bitte schickt Hilfe. Es bleibt nicht viel Zeit. Was? Da ist noch einer. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Du bist ruhig heute. Ja. Es ist nur, immer wieder stellen wir uns der Dunkelheit. Und können sie doch nicht aufhalten. Wir sind so machtlos. Ich empfange ein Notsignal. Jemand ist in Schwierigkeiten. Ist Varix. Er hat einiges zu erklären. Die Dunkelheit ist. Ich werde Savanna eine Nachricht schicken. Nein, warte. Weißt du, woher das Signal kommt? Von hier, Europa. Ich habe Varix.
Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Hüter! Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst! Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell.